Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Freunde, natürlich erstmal dicke Sorry, dass der Stream gestern ja beendet wurde, besser gesagt abgebrochen wurde. Es lag leider daran, ich hatte einen kurzen Internet Ausfall und dann wollte ich eigentlich weiter streamen. Ging leider nicht, weil Omelette ein Nein gesagt hat. Also die haben mich einfach nicht gelassen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr korrekt von Omelette. Beste Streaming-App auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen, Kappa Klaus. Normalerweise ist es ja so, die meisten kennen es ja aus den Streams. Wenn es mal zum Beispiel ein bisschen leckt, dann geht es eigentlich direkt danach weiter. Aber diesmal war es irgendwie nicht der Fall, weil diesmal hat es geleckt auch. Und ich konnte einfach den Stream nicht fortsetzen. Omelette hat mich einfach nicht gelassen. Das war einfach, ja, da habe ich mich schon wieder aufgeregt gestern Abend. Ja, gut, was willst du machen? Ich hoffe, dass das nächste Woche Dienstag nicht so ist. Ich sag euch so, wie es ist. Ich würde auch eigentlich Omelette nicht mehr benutzen, aber es gibt halt keine andere Streaming-App. Die meisten streamen über YouTube. Das würde bei mir ja auch gehen, weil ich habe ja die Anforderungen. Aber leider gibt es bei mir nicht, weil ich iOS habe. Auf iOS geht das nicht. Es geht nur auf Android. Das ist halt das Belastende. Sonst würde ich jetzt schon längst über YouTube streamen. Ja, aber für mich, ich kann halt nur über Omelette. Das ist halt so die einzigste App. Ich hatte damals noch, das war glaube ich letztes Jahr, wo ich auch so richtig krasse, also das waren wirklich schlimme Probleme mit der App. Da konnte ich gefühlt gar nichts streamen. Da habe ich auch jede Streaming-App gefühlt ausprobiert, hat nichts wirklich hingehauen. Und ja, deswegen werde ich auch bei Omelette bleiben müssen, besser gesagt. Ich hoffe, dass man über YouTube streamen kann, auf iOS. Wäre nice. Aber gut, Freunde, wie gesagt, nächsten Dienstag gibt es den Stream dann. Ich hoffe, dann geht's. Hoffentlich. Weil wir kriegen ja morgen die ultimativen Rivalry-Spieler. Wir haben auch gestern im Stream auch noch Packs geöffnet. Das hat noch geklappt. Das ging zum Glück noch. Ich habe hier Premier League Pickford abgeholt, verkauft. Ihr seht, ich habe wieder 22 Millionen, Freunde. Die Coins sind wieder da. Pickford habe ich mir abgeholt, dann habe ich hier noch Bundesliga, Plattenhardt, Bülter, alles umgetauscht für die Gipfelpunkte, da zeige ich euch gleich, wie viel ich habe. League 1 habe ich nichts gemacht, La Liga habe ich, hatte ich auch nichts, ich hatte Serie A auf jeden Fall, genau, da haben wir uns die beiden 92er noch abgeholt, auch in die Umtausch-SBC gepackt, die Tickets habe ich auch noch geholt. Tickets habe ich jetzt nur noch 8.000. Mal gucken, wo ich die noch verwenden werde. Wahrscheinlich La Liga habe ich mir abgeholt. Liga habe ich mir abgeholt. Premier League. Ich werde wahrscheinlich hier bei der Premier League investieren. Und mir dann hier die Typen beide holen. Ich habe jetzt auf jeden Fall, Freunde, Gipfeltransferpunkte habe ich jetzt genau 1.000. Mal gucken, was ich da am Donnerstag, was sich da so ergibt von den Punkten her. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich bin auch schon ein bisschen gehypt, weil das sind ja schon die ultimativen Gipfeltransferspieler. Da können geile rauskommen. Ich würde ja am liebsten einen Innenverteidiger nehmen. Das wäre so meine Wunschvariante, mein Wunschspieler, einen schönen Innenverteidiger. Es gibt ja vielleicht De Ligt, soll ja kommen. Boah, 104er De Ligt sehe ich mich schon, aber wahrscheinlich wird er viel kosten, weil er halt 104 hat. Ja, belastende Sache. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall, ja, ein Innenverteidiger wäre eigentlich ganz nice. Dann haben wir auf jeden Fall natürlich auch Neon Knights geöffnet. Bei Bonus sind wir hier weitergegangen. Ich bin jetzt kurz vor Midamino. Der wird sich auf jeden Fall bald geholt. Wird dann auch verkauft für 7 Millionen. Ich habe schon nachgeguckt. Den gibt es nicht auf dem Markt. Also der geht raus für 7. Das ist sehr geil, weil dann habe ich fast wieder 30 Millionen. Das schmeckt. Genau, Retros, das sieht auch super aus. Da bin ich auch fast bei 550. Wenn ich mir genau hole, werde ich mir überlegen, wahrscheinlich Rainer, weil der am meisten wert ist, 136. Godwin war eigentlich auch noch ganz, der ist auch noch viel wert. Was ist mit dem hier? Der ist nicht viel wert und Davis ist auch nicht mehr so viel wert. Ja gut, es wird sich jetzt entscheiden, wenn ich dann die Punkte dann auch wirklich habe. Dann haben wir halt noch den Pass. Heroes spiele ich sowieso gar nicht mehr. Das können wir eigentlich liegen lassen, das Event. Pass habe ich durch, Romagnoli abgeholt, verkauft für 2,8 glaube ich. Habe ich auch rausgeballert. Genau, ich kann euch kurz hier meine... Ich hatte hier noch einen Götze gezogen, aber der geht nicht raus. Dann hatte ich einen Henderson, der geht auch leider nicht raus.
der geht auch nicht raus. Den ist noch mal im Team und der geht auch noch nicht raus. Ah, die sind noch alle zu teuer. Was mit ihm hier? Ah, ihn habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Ist wahrscheinlich auch. Oh, lol, der geht sogar raus für 1,2. Okay. 93er, wenn man den zum Beispiel mit Henderson vergleicht. Ja, nimmt man mit, ne? 1,1 Millionen. Fast 24 jetzt, sehr nice. Genau, ansonsten, ja, die anderen Packs habe ich wirklich nichts, habe ich wirklich nur Bullshit gezogen, also aus diesen, wo ja die Umtäusche sind. Da war jetzt nichts Besonderes dabei, leider. Ich habe jetzt aber hier noch im Star Pass ein 90 Plus Pack. Ich öffne erstmal das 80 Plus Pack, das Elite Pack. Mal gucken. Also ein Walkout wäre eigentlich schon wichtig. Und ich ziehe 83er Morata. Eieieiei. Uiuiui, okay, das ist natürlich nicht so geil. Habe ich gesehen, 90 Plus. Ja, vielleicht kommt da ja ein guter Spieler rausgesteppt. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich drücke einfach mal drauf. Und let's go. Abwart, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wen wir jetzt hier ziehen. Okay, Belgien, es ist der Links. Es ist der Linksverteidiger. Den habe ich schon. 96er da. De Ketalare. Er ist ja eigentlich nicht so verkehrt. Mit aus 90 plus 96 ist 1,6 Millionen. Ich habe einen von denen in meiner aktiven Aufstellung. Deswegen kann ich den anderen eigentlich den hier verkaufen, wenn der denn rausgeht. Und der geht natürlich nicht raus. Ja, okay, das war es dann auch wieder komplett. Ach, okay. Ich überlege gerade. Vielleicht sogar den. Hier gibt es sogar so. Na, wohl. Sag mal, was habe ich hier für 70 plus? Ich habe halt kaum nur noch 70 plus Spieler. Ja gut, eigentlich in die SBC hauen kann ich ihn eigentlich nicht, oder? Kann man den in die SBC hauen? Nee, da bräuchte ich den hier. Oh, was soll ich mit dem machen? Dann lass ich den erstmal. Vielleicht sinkt er ja noch. Vielleicht sinkt der Mann ja noch. Ja, ansonsten wüsste ich halt jetzt nicht, was ich mit denen anstellen soll. Weil die gehen ja nicht raus. Götze geht nicht raus. Okay, Götze könnte vielleicht bald rausgehen. Vielleicht morgen oder so. Dann könnte der vielleicht rausgehen. Was ist eigentlich mit ihm hier? Nee. Der vom Star Pass geht auch nicht raus. Was ist eigentlich mit Lukaku? Geht der raus? Lukaku? Nee, also könnte, wenn er noch ein bisschen sinkt, dann könnte er rausgehen. Ich weiß auch nicht, Freunde. Ich bin am Überlegen. Soll ich Pirlo spielen? Weil der sieht halt schon ziemlich sexy aus, ne? Für groß würde ich es wahrscheinlich machen. Schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Pirlo spielen, ja, nein. Ja, er sieht eigentlich nicht verkehrt aus, ne? Er sieht halt wirklich nicht verkehrt aus. Und Toni, wie viel ist denn der noch wert? Toni, du bist Gold wert. Wie viel ist der noch wert? Er ist sogar 18 Millionen wert, oder? Okay, da hätte ich ein Full-Icon-Mittelfeld. Zwar nicht Full-Prime-Icon, aber... Oh, schreibt in die Kommentare, Freunde. Schreibt in die Kommentare. Ich würde sagen, das gewinnt sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like, lasst kein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder, Freunde. Macht's gut. Bis morgen. Haut rein und ciao.